Damit recht herzlich willkommen zu Let's Play Monstrum. Ja, ihr seht's, Monstrum ist ein Horrorspiel. Also ihr seht's vielleicht nicht, weil könnte natürlich auch, naja, kunterbuntes, lustiges Indie-Aufbauspiel sein, wenn man nach dem Hintergrund geht. Aber nein, es ist roguelike. Man stirbt also und kann nicht speichern. Und es ist ein Indie-Spiel und es ist außerdem ein Horrorspiel, in dem man, wer hätte es gedacht, überleben muss. Ihr seht, Monstrum, viele von euch werden es eventuell schon kennen. Zum Beispiel über diese 20 Trillionen Let's Play Videos, die es schon auf YouTube gibt, die jedoch von der Early Access Version handeln. Und nämlich das Monstrum hier ist jetzt, ihr seht es unten rechts, da steht eine 1 und 2.0. Bedeutet, Version 1.0 wurde released am 20. Mai. Juchai, die spielen wir jetzt und das fetzt. Irgendwie hör ich jetzt lieber auf und drück drauf. Mein Gott. So. Ich sage, geht los. Wir befinden uns hier in irgendeiner Kammer, die einen Schrank vor den Eingang gestellt hat. Ich schätze, wir verstecken uns für irgendetwas. Oder vor verstecken uns zumindest. Vor irgendetwas. Keine Ahnung, was es ist. So. Ich glaube, der Anfangsraum ist immer gleich. Nichts drin. Also ich glaube, die Taschenlampe und das Feuerzeug findet man immer an derselben Stelle. Das brauchen wir auch. Und da ist noch eine Notiz. Ist das auch noch eine Notiz? Nein. Wir haben uns gerade selber durchs Zumachen in den Schrank reingezogen. Ich sehe, wir haben irgendwie... Das hatte ich vor uns schon mal. Da habe ich viel zu viele... Notizen gehabt, die aber gar nicht zu meinem aktuellen Spiel gehörten. Also irgendwie ist das ein Bug, der aber jedes Mal wiederkommt. Ich würde sagen... Huch. Ja, gibt's schon Geräusche. Na, egal. Ach, man kann das Licht anmachen. Alles klar. Das ist aber schön. Ach, ich lasse es mal lieber aus. Und am besten schauen wir mal, was das ist. To turn on torch haben wir. Achso. Okay, wir befinden uns unter Deck. Gott, hallen unsere Schritte hier. Da geht's hoch. Ich habe ein Geräusch gehört. Wir schauen mal nach oben. Man hört irgendetwas. Ich kriech lieber mal, das ist leiser. Okay. Oh, Gott, hat mich das jetzt erschreckt. Ah, jetzt, where am I? Ein Schiff. Ach du Scheiße, wie bin ich hier, hierher gekommen? Ich muss hier auf jeden Fall mal rauskommen und ich werde mich mal umsehen. Was werden wir tun? Schöner Wellengang. Ganz kurz. Ah, was war das? Irgendwie jetzt gerade meinen Bildschirm komisch gemacht gehabt. Jetzt ist es wieder besser. Okay. Oh, da können wir uns drin verstecken. Lass ich mal lieber auf. Falls man hier mal schnell lang gerannt kommen muss, dann können wir das nutzen.
Wir müssen auf jeden Fall, also es gibt hier mehrere Möglichkeiten zu entkommen. Was ist denn das für ein Geräusch, Mann? Es ist doof, dass man sich nicht normal zur Seite bewegen kann, wenn man schon um die Ecke lünscht. Kommen wir nicht drauf. Lange, enge Gänge. Das ist einfach nur super. Ich würde mir einen Handspiegel mitnehmen oder zumindest sofort suchen, sobald ich mit so einem Spiel anfange. Ein Helikopter, schnell wegfliegen. Spiel vorbei, yeah, wir haben es geschafft. Sagte er. Haha. Was passiert? Kann ich das... Ah. Yeah! Das war eine super gute Idee. Es macht Krach. Ich möchte keinen Krach. Ich möchte hören, wenn uns irgendwas verfolgt. So, also wir müssen scheinbar diese... Schon wieder dieses Geräusch. Es kommt irgendwie von da. Ja, wir müssen, schätze ich. Ah, New Objective. Aber ich habe fast Angst, da jetzt drauf zu schauen. Können wir da mal kurz gucken? Escape Route Helikopter. Okay, sieht aus, als ob es funktioniert. Brauchen Schlüssel. Müssen die Befestigung abmachen. Neu auffüllen mit Benzin. Und das Zeug muss hier irgendwo rumstehen, sagt er. Na, da bin ich ja gespannt. Es gibt aber, glaube ich, mehrere Möglichkeiten, um vom Schiff zu kommen. Ach Gott. Hallo? Hallo? Niemand da? Hallo? Hallo? Ha! Wir sollten nicht zu lang an einem Ort verweilen, weil sonst wird uns irgendwas ereilen. Selbst hier muss ich noch reimen. Okay, hier sind Schränke. Come on. Gott, das klang jetzt aber nah. Ach ja, und es ist auch so, bei dem Spiel roguelike, ne? Also man kann nicht speichern. Das heißt, ob ich mir das jetzt richtig überlegt habe, weiß ich nicht, weil das kann sein, dass so eine Session doch da wegen länger geht. Bis wir es entweder schaffen oder einfach gefressen werden. Ich hätte jetzt gern Tabis an. Also diese Ninja-Schuhe. Damit ich absolut keine Geräusche machen würde, könnte. Was auch immer es ist, was hier rumkreucht oder fleucht. Können wir ja durchschauen. Das habe ich eigentlich jetzt schon. Ich habe Feuerzeug, das. So, hier ist jetzt definitiv irgendwas. Ob wir da hochkommen? Na, das war das für ein lauter Schritt. Bist du verrückt? Ich denke, er ist verrückt. Oh, was war das? Ich konnte gerade durch die Wand gucken. Das ist ja cool. Praktisch. Aber ich glaube, das sollten wir nicht ausnutzen, weil wäre ja ein Missbrauch des Spiels. Komme ich denn da hoch? Ich möchte da hoch. Ich habe Angst, so eine dämliche Tür aufzumachen. Hallo? Warum sind die so hoch? Ich würde ja gerne springen, aber ich glaube, springen ist zu laut. Kann er sich nicht auf Zehenspitzen stellen, da reinlugen? Ich kenne auch diese Stelle aus Amnesia. Versteck mich in der Zelle, schau raus, ob es irgendwo kommt. Auf einmal klotzt das direkt durch. Durchs Guckloch. War zum Glück überhaupt nicht laut. Hallo. Sieht soweit okay aus. Sieht soweit okay aus.
Da ist eine Tür, die geht auch nochmal raus. Ich weiß nicht, ob ich alle Türen erstmal aufmachen sollte, damit ich ganz schnell verduften kann, falls was ist. Ich höre schon wieder was. Kann nichts machen. Wir können das Licht hier drinnen anmachen. Das ist noch ein Feuerzeug. Das brauchen wir aber momentan nicht. Eine Tasse. Das heißt, wir können Tasse werfen. Das können wir vielleicht mitnehmen, falls wir es weglocken wollen. Ach, ich nehme noch eins mit. Ist denn noch irgendwas? Ich würde zu gern diese Möglichkeit haben, Türen nur einen Spalt aufzumachen. Oh, nicht so ruckartig, nicht so schnell. Typ. What's that? Oh, der Feuerlöscher, der blinkt, den können wir einsammeln. Okay. Was ist das? Habt ihr das Gefühl, wir sollten nicht zu nah daran gehen? Da zu nah rangehen, zu nah rangehen. Eine Tür. Könnt ihr mit dem? Was kann ich damit jetzt machen? Ich schätze, ich kann damit Feuer löschen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Was? Bait and Switch? Was? 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 Also, ich habe freigeschalten, anlocken und wechseln. Also Köder auslegen und wechseln. Was meint ihr damit? Oh. Panzertape. Also mit Panzertape könnte MacGyver sich ein eigenes Schiff bauen, mit dem er ja abhaut. Ich muss die Türen ja eigentlich. Ich lass mal. Oh Gott, mach nicht so laut. Gut ist. Hallo? War da was? Nein, ist nur Geklipper, ne? An der Wand. Ich weiß nicht, ob ich noch so eine leise Tür aufmachen sollte. Was ist denn das? Kann ich es anfassen? Irgendwie pervers. Na! Wollen die denn diese Türen hier auf diesem Schiff nicht? Ich habe den Drang, die Tür zuzumachen. Wird jedoch, denke ich, nicht viel bringen. Außer, dass ich dann danach nicht mehr sehen kann, ob was davor ist, wenn ich wieder rausgehe. Ein Knick. Nein, mein Inventar ist voll. Jucht, verdammt nochmal. Ah, mach das nicht so laut auf. Knicklich, brauche ich das? Eigentlich nicht. Ich habe Feuerzeug und ich habe Taschenlampe. Ja, Stolperner. Mach laut. Ging's wieder raus, da sind wir rein. Ist bis jetzt noch recht ruhig. Sagte er, ich sollte das nicht sagen. Ich sollte das nicht sagen. Was ist denn das? Ich würde gern mit einer Nadel reinstechen. Hallo? Jemand da? Schauen wir mal. Ich warte ja noch, dass sowas hier dann direkt hinter der Tür wartet. Das ist nix. Man sieht immer so schlecht, was man aufheben kann und was nicht. Da ist eine Notiz. Können wir gleich mal lesen. Dazu gehen wir in den Schrank. Okay, Not. Hä? Scheint ja doch was zu kommen. Ist egal, ich hab's Buch vorm Eingang. Das sieht ja nicht, dass wir da drin sind. Das Atmen bin übrigens nicht ich, das ist er. Okay, Notiz Nummer 2. Ich lese es jetzt trotzdem mal. Vielleicht gehört es ja doch irgendwie dazu. Ich habe keinen Plan, wie das zusammenhängt. Notes, Objectives. Achso, okay. Vielleicht sammelt es das Spiel übergreifend.
Da ich war mal was mit Anti-Aliasing rumgespielt habe, keine Ahnung. Okay, der Brody, ich habe die Seriennummer gecheckt. Und sie existiert nicht. Und sie hat den Absender rausgefunden. Mr. S. Kobayashi. Ach, die Japaner wieder. Ich habe mich gewundert, was wir da mitnehmen. Okay. Ach so, der eine Typ hat sich gefragt, warum der Mr. S. Kobayashi mit uns reist. Und hat vermutlich in L.A. eine neue Residenz erworben. Und jetzt, vermutlich gehört dem das Boot und hat jetzt halt so eine Kiste mitgenommen. Aber wir wollen den nicht fragen, was in der Kiste ist, weil ihm gehört der Job. Also, ihnen ist der Job zu wichtig. Okay, wenn wir dann Note Nummer 3 oder 1 gefunden haben, wer weiß. Jedenfalls ist ja ein Container an Bord gewesen, der nicht hierhin gehörte. Ja, kann man das nicht ein bisschen sachte machen? Ah, ich muss jetzt wieder um die Ecke schauen. Psst. Was ist das für eine Taschenlampe? Lalalala. Da ist noch eine Tür. Da ist mal hinschauen. Wir haben bis jetzt noch keinen Questgegenstand gefunden. Was ist das? Was? Noch keinen Questgegenstand. Ich glaube, wir können uns. Doch, wir können uns unter dem Tisch verstecken, notfalls. Aber ansonsten ist ja nichts. Ist ja nichts. Habe ich schon gesagt, dass hier nichts ist? Was ist das? Es scheint eine Tasse zu sein. Also Geschirr haben wir definitiv genug. Ja. Also hier gibt's nichts. Alles. Da, ich denke mal, ich höre irgendwas. Also ich empfehle ja, wenn ihr das hier mit anschaut, versucht's mal mit Kopfhörern. Ist sehr interessant. Ich versuche auch, also ich regle auf jeden Fall den Sound des Spiels nicht runter. Ich werde höchstens ab und zu, wenn man es nicht hört, mein Geplapper etwas hochregeln. Hochregeln. Regeln. Ich meinte natürlich regeln. Und da ist aber jetzt so nicht. Hat da jetzt gerade was die Tür aufgemacht? Doch gerade was die Tür aufgemacht. Kann ich jetzt mich hier drunter verstecken? Ich weiß halt nicht, ob ich mich gleich hier verstecken sollte. Mit meiner Taschenlampe bewaffnet. Aber ich hab theoretisch vielleicht eine Idee. Wir haben ja einen das Glastasse. Die kann ich ja irgendwo hinwerfen und dann wird das angelockt und dann rennt's eventuell an uns vorbei. Oder nicht? Jetzt muss ich nur das Richtige drücken. Was ist, wenn ich Linksklick drücke? Oh Gott, wenn ich das jetzt auf den Boden schmetter, dann kommt es direkt zu uns gerannt, was auch immer es ist. Was war das? Okay. Wir müssen. Oha. Komm jetzt ja nicht hier durchgerannt. Komm jetzt ja nicht hier durchgerannt. Da ist nix. Ist auch nix. Oder? Ciao, ciao, ciao. Die Tür, die geht nach draußen. Wow, Gott, bin ich jetzt erschrocken. Die sind ja halb durchsichtig, diese Matschblasen. Was war das? Ich glaube, hier um die Ecke ist was. Ah, geht so hoch runter. Scheiße. Das ist eine kaputte Tür. Ah! Da ist eine hässliche Kamera. Die habe ich schon mal erwischt. Die macht einen Krach. Aber ich glaube, mit Panzertape kann man da was machen. Los, los! Mach hin! Oh Gott. Ach, schnell mal hier rein. Ah, hier können wir uns verstecken. Das ist gut. Ah.
Es ist noch nichts passiert, aber irgendwie bin ich aufgeregt. Ah ja, ich sollte nicht so lange an einem Ort stehen bleiben. Ihr habt recht. Was ist das? Kann ich mitnehmen? Jetzt muss ich was fallen lassen. Das macht doch alles Krach. Brauchst du das Feuerzeug? Eigentlich nicht, oder? Brauche ich's? Ich weiß, dass in der Küche noch eins liegt. Was habe ich jetzt eingesammelt? Gasolinkanister, kann ich das jetzt hier? Ach, ich kann tatsächlich was anbrennen. Dann brauche ich natürlich eigentlich das Feuerzeug wieder. Und das zum Löschen, oder was? Oh Gott. Ich brauche größeres Inventar. Was ist das? Panzertape. Ah. Okay, wir merken uns, hier ist jetzt. Oh Gott, wenn ich den fallen lasse, ist doch. Oh, ist laut. Ah. Das hat niemand gehört. Niemand. Kann ich das Vieh abfackeln? Geht's wieder raus? Oh Gott. Jetzt war dieser Schleim um die Ecke. Geht's auch wieder raus. Ich muss sagen, ach, wir sind von da gekommen. Tür. Kann man die aufmachen? Sei ruhig. Da ist was. Da war was, meine ich. Da ist nix. Ich glaube, es ist in der Küche. Es ist was. Mach schon das. Bist du das? Was war das? Wie wär's denn? Ja. Da kommt irgendwas. Irgendwas kommt. Und ich weiß noch nicht mal, wo es uns gesehen hat. Ob es uns überhaupt gesehen hat? Oder ob es einfach nur mal so einen spontanen Bläh-Schrei hat machen lassen. Dass jetzt die Tür kaputt macht und hier reinkommt. Scheiße. Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt auch wieder rausgehen. Hab das Gefühl. Naja, das kann bloß gut gehen. Was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt anbrenne? Geh nicht so nah ran. Okay. Ich mich vielleicht wieder verstecken sollte. Für Notfall. Okay, ganz, ganz, ganz leise. Okay. Alle Unfälle und Verletzungen in den Supervisor unverzüglich melden. Ich merke mir das. Mann! Tür! Gott. Ich finde das unrealistisch. Wenn ich wüsste, dass hier irgendwas alle Leute umgebracht hat, würde ich echt nicht so einen Krach machen. Da komme ich her. Was war das? Was war das? Alter. Solchen Spielen nicht speichern zu dürfen, ist doch Folter. Wo geht's dahin? Seitwärts. Sackgasse. Ah, ich mag diese großen Türen absolut nicht aufmachen, aber ich sollte vielleicht mal noch eine aufmachen. Ah, ging gerade eine auf. Kann jetzt hier runter gehen. Ich möchte hier rein. Ich brenne das einfach ab. Hat gleich übelst geruckelt. Na? Ja. Was war das denn? Was war das denn? Sind wir jetzt verbrannt oder hat es das Vieh gefressen? What?
Okay, ja, ihr dürft euch jetzt nicht wundern. Das Spiel stürzt ab, wenn es die Frames wechselt. Also vom Menü-Frame ins Spiel-Frame. Warum auch immer sie das so komisch integriert haben bei diesem Spiel, keine Ahnung. Es stürzt aber mir jetzt mal ab, sobald ich währenddessen aufnehme. Ist aber okay, weil außer dass da steht, neues Spiel, Hauptmenü oder Spiel ver oh, Entschuldigung, Spiel verlassen, gibt's da nicht viel. Und weil ich jetzt noch weiter rede, wenn ihr kein schwarzes Bild haben sollt, werde ich bestimmt noch irgendein schönes Bild einfügen, was ich finde. Irgendwas. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas wird sein. Ist auch egal. Dafür, ich habe mich ja gerade beschwert. Das Lustige ist, in der ersten Folge haben wir noch kein Monster gesehen. Falls es uns gerade getötet hat oder ob wir uns angebrannt haben. Ah, da stellt sich auch blöde an mit den Anbrennen. Man muss da übelst nah rangehen, damit das Feuer nimmt. Feuer fängt. Ha! Ist auch egal. Gut, dann ich hoffe, es war spannend für euch genauso wie für mich. Ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Versuch, weil, also das möchte ich doch auf jeden Fall noch geschafft haben gehabt hätten, ne? Alles klar, erstmal danke fürs Zusehen und wir sehen uns später. Macht's gut, euer Evil Bob.